Ja, bevor wir uns die Konsistenz von Mehrschrittverfahren noch ein bisschen genauer anschauen wollen, sorry. Bevor wir uns die Mehrkonsistenz von Mehrschrittverfahren noch ein bisschen genauer anschauen wollen, möchte ich das Ganze ein bisschen auflockern, indem wir uns mit unserem Programmiersystem einmal anschauen, wie man diese Koeffizienten der Mehrschrittverfahren, die wir gerade relativ aufwendig berechnet haben, wie man die sehr einfach bekommen kann mit symbolischer Integration. Und ich nutze dazu wieder unser Programmiersystem hier mit SymPy. Und SymPy ist einfach so ein Python-Aufsatz, mit dem man halt symbolisch rechnen kann. Nochmal ganz kurz, wie war die Idee bei der Herleitung von Mehrschrittverfahren durch Integration? Na, wir beginnen ähnlich wie schon bei den Einschrittverfahren mit so einer Formel, die aussieht, hier zum Beispiel bei Adams-Bashforth, wie y von tk plus m minus y von tk plus m minus 1 ist gleich Integral von tk plus m minus 1 bis tk plus m y Strich von S ds. Und wir nehmen an, y ist eine Lösung der Differentialgleichung, nicht f, sondern y ist eine Lösung der Differentialgleichung. Dann gilt y Strich von S gleich f von S und y von S. Und ich kann das genau in dieser Form schreiben, die hier vorne steht. So, jetzt bei den Mehrschrittverfahren benutze ich einige alte Approximationen. Das heißt also, ich möchte yk bis yk plus m minus 1 im Fall von Adams-Bashforth benutzen, um ja dieses Integral hier vorne zu approximieren. Okay, wie mache ich das? Naja, ich nehme einfach das Interpolationspolynom an den Stellen yk bis yk plus m. Und ja, berechnen da die Werte f von tk und yk. Und ja, lass einfach wir nehmen das einfach als Interpolationspolynom. Ja? Also ich setze also p von tk gleich f von tk und yk und bis p von tk plus m minus 1 gleich fk plus m minus 1. Das ist also f von tk plus m minus 1 und yk plus m minus 1. Dabei habe ich dann benutzt die Werte yk bis yk plus m minus 1. Und wenn ich jetzt den k plus m Wert ausrechnen will, sind das alles Werte, die ich schon ausgerechnet habe. Und das bedeutet, ich muss, ja, das geht tatsächlich, ja. Das sind alles alte Werte, die ich schon ausgerechnet habe. Das ist ein explizites Verfahren in diesem Fall, das hier steht. Okay, und ich mache natürlich wieder meine Approximation. Das heißt also, hier aus dem Y von tk plus m wird das yk plus m, das y von tk plus m minus 1, daraus wird das yk plus m minus 1 als Approximation. Ja, und das P ist das Interpolationspolynom und das hier ist das, was ich gerne hätte. Das mache ich einfach 1 zu 1, genau wie ich es da oben hingeschrieben habe, mache ich das jetzt einfach in Python oder in SymPy. Sie können es sich angucken, ich stelle es Ihnen zur Verfügung. Zunächst mal konstruieren wir halt dieses Interpolationspolynom P, das an diesen Stellen tk plus j mal h den Wert fj annimmt und j gleich 0 bis m minus 1. Und der Einfachheit halber nehme ich hier die Formel von Lagrange. Okay, schauen wir uns das an. Da war es irgendwas so, wie war das nochmal mit dieser Formel von Lagrange? Sollten Sie sich mal nochmal anschauen. Das ist sowas wie Produkt x minus tk durch ti minus tk für i ungleich k. Und Sie sehen schon, das ist das ganz genau, was ich hier vorne einfach nachprogrammiert habe. Und das ist jetzt wirklich symbolisch. Das heißt, wird wirklich als ein Polynom ausgerechnet. Also alle Variablen, die da stehen, sind jetzt symbolisch. Also x, t von k und so werden wirklich als solche auch ausgeschrieben. Ja, dann setze ich daraus meine Formel von Lagrange zusammen und dann habe ich ganz einfach hier vorne mein Interpolationspolynom gewonnen. Und übrigens, die Grenzen sollten gehen von tk plus m minus 1 bis tk plus m hier vorne. Das habe ich jetzt gerade irgendwie vergessen. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt das Polynom. Das muss ich jetzt integrieren. Das heißt, ich muss eine Stammfunktion suchen. Mein Polynom ist eine Stammfunktion relativ einfach. Und tatsächlich kann natürlich SymPy das auch selbst. Das heißt also, integriere dieses Polynom P. Und daraus kommt hier ein Polynom Groß P. Das habe ich hier mal so genannt. Und wir können mal zeigen, wie die aussehen. Hier war das eigentlich interpolierende Polynom. Das ist genau die Formel von Lagrange, die wir hier stehen haben. Und das ist auch genau das Beispiel aus der Vorlesung, wenn Sie das vergleichen. Das ist genau das, was ich in der Vorlesung auch hingeschrieben habe.
Dann die Stammfunktion können wir sehr einfach hinschreiben, ja, einfach hier vorne auf integrieren, ist ja ein Polynom, also geht das, ja, die Stammfunktion ist einfach hinzuschreiben. Ich muss nur noch einsetzen in die Grenzen und erhalte dann tatsächlich für Adams Bashforth die Formel, die wir auch in der Vorlesung hergeleitet haben, nämlich das Phi ist gleich minus fk halbe plus 3 halbe fk plus 1. Und beachten Sie hier bitte, ich habe das hier jetzt mit einer kleinen Indexverschiebung gemacht. Ja, also in der Vorlesung habe ich es gemacht, damit es aussieht wie die alten Einschrittverfahren. Habe ich da gearbeitet mit fk und fk minus 1. Ich habe jetzt hier einen weitergeschoben und dann geht es von fk und fk plus 1. Ja, das heißt, also mit dieser Indexverschiebung ist es genau dasselbe wie das, was wir in der Vorlesung ausgerechnet haben. Da hatten wir das fk plus 1 ausgerechnet und hier haben wir jetzt das fk plus 2 ausgerechnet. Die Formel von Nyström bekommt man, indem man hier oben nicht einfach nur ja, das tk plus m minus 1 einsetzt, sondern tk plus m minus 2. Dann geht natürlich hier auch das Integral von tk plus m minus 2 bis tk plus m. Das heißt, die rechte Seite wird ein bisschen anders. Und das hier bleibt genau dasselbe, nur eben mit den richtigen Grenzen. Ja, und das hier natürlich wird auch zu y k plus m minus 2. Okay, und was kann ich noch machen? Na, ich kann das Ganze natürlich auch noch zu einer impliziten Gleichung machen, zu einem impliziten Verfahren machen, nämlich indem ich hier rechts nicht nur diese Stelle, nicht nur diese Werte fk gleich f von tk plus m minus 1 bis yk plus m minus 1 verwende, sondern ich könnte ja sogar noch f von tk plus m und yk plus m verwenden, das also auch auf der linken Seite auftaucht. Dann muss ich wieder Gleichungen lösen, um das Ganze hinschreiben zu können. Und ja, dann bekomme ich hier wirklich auch die impliziten Verfahren. Auch das habe ich mal gemacht. Gleich kommt ein Vergleich, das wollen wir noch machen. Und hier ist das Ganze für die impliziten Verfahren. Und hier sind also die beiden impliziten Verfahren mit dem k plus m minus 1 und k plus m minus 2 sind Adams, Moulton und Milne-Simpson. Und wir vergleichen mal ganz kurz, was wir da rausbekommen haben. Im Augenblick ist das ja noch nicht besonders spannend. Ja? Für n gleich 2 kommt natürlich genau das raus, was wir auch in der Vorlesung gehabt haben. Und das ist zumindest mal das, was Hayra in seinem bekannten Buch, in dem er diese Formeln auflistet, auch tatsächlich rausfindet. Ja? Yn plus 1 gleich Yn plus h mal 3 halbe Fn minus 1 halb Fn minus 1. Naja, wenn Sie das k hier vorne durch ein n plus 1 ersetzen, durch ein n minus 1 ersetzen, dann ist das genau diese Formel hier vorne. Ja? Er rechnet das yn plus 1 aus, wie ich es auch in der Vorlesung gemacht habe. Ich rechne das k plus 2 hier vorne aus. Das heißt also, müssen Sie hier einmal die Indexverschiebung machen und ist das hier genau dasselbe wie das, was wir da oben haben. Okay, aber das ist immer noch nicht besonders spannend. Können wir auch die anderen Formeln da vorne nachweisen? Das hier konnten wir ja sogar von Hand auch in der Vorlesung machen. Und ich erhöhe einfach mal hier die Ordnung um 1. Ja, das heißt, wir nehmen noch ein mehr mit und das Interpolationspolynom wird noch ein bisschen größer. Und insgesamt bekommen wir hier dann 5 Zwölftel, minus 16 Zwölftel und 23 Zwölftel als Koeffizienten. Und mal gucken, was er raus hat. Ja, 5 Zwölftel, minus 16 Zwölftel und 23 Zwölftel ist auch das, was Hayra hier raus hat. Das heißt also, wir dürfen mal vermuten, das ist tatsächlich auch korrekt. Ja. Und diese Formel werden wir nachher weiter benutzen. Dann werde ich Ihnen einmal zeigen, dass die tatsächlich von dritter Ordnung ist. Okay, gut. Also implizite Verfahren, das habe ich auch nochmal nachgetestet. Ja, also für n gleich 2 haben wir hier zum Beispiel für Adams-Moulton diese Formel, die hat 5 Zwölftel, 8 Zwölftel und minus 1 Zwölftel. Und Sie sehen, das ist genau das, was auch Hayra hier für k gleich 2 bzw. bei uns für n gleich 2 bekommt. Okay. Gut, das heißt also, was Sie vielleicht mitnehmen sollten hier ist, gerade bei dieser Herleitung von solchen Mehrschrittverfahren ist mal wieder symbolisches Integrieren ein extrem zeitsparender Algorithmus, also ein extrem zeitsparendes Programm. Und wann immer Sie können, sollten Sie das auch benutzen. In der Klausur können Sie nicht, da haben Sie recht, ja. Gut, aber ansonsten ist das immer, was ich auch ständig benutze und insbesondere zum Nachrechnen von Sachen, die ich ausgerechnet habe. Also unterschätzen Sie diese symbolischen Programme nicht.